Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute haben wir ein Thema, und zwar Automatikgetriebe bei einem Fahrzeug mit knapp 150.000 Kilometern und das Fahrzeug ist in dem Fall 12 Jahre alt. Viele von euch möchten so ein Fahrzeug kaufen oder überlegen, ob sie so ein Fahrzeug behandeln, und in dem Video werden wir das Thema Automatikgetriebe im Ganzen besprechen. Wir werden besprechen, welche Art von Wartungen es gibt, außer Ölwechsel und Spülung. Wir werden besprechen, worauf man beim Ölwechsel und Spülung eingeht, was dabei wichtig ist, dass ihr es notfalls auch selber machen könnt. Dann werden wir kurz was dazu sagen. Und wir werden einfach besprechen, woher man weiß, was ist die richtige Maßnahme fürs Automatikgetriebe. Denn die Wartungen oder die Services fürs Automatikgetriebe hören beim Ölwechsel oder Spülung nicht auf. Nach einer bestimmten Laufleistung oder nach einem bestimmten Alter oder nach einem bestimmten Verschleiß gibt es andere Services und Wartungen, die notwendig sind, um einen Getriebeschaden zu vermeiden. Und darum geht es auch in diesem Video. Wie ist der Zustand von dem Automatikgetriebe? Kann man anhand der Adaptionswerte vom Automatikgetriebe sehen. Denn das Automatikgetriebe hat Werte. Anhand dieser Werte kann man sehen, in welchem Zustand ist das Getriebe. Denn wenn wir zum Beispiel ein neues Getriebe haben, sind die Adaptionswerte bei Null. Das heißt, das Getriebe muss nicht nachadaptieren. Wenn das Getriebe natürlich etwas älter ist, adaptiert das Getriebe ständig nach. Und wenn man hier zum Beispiel zu BMW fährt oder jetzt, sagen wir mal, jemanden BMW-Tester hat oder andere Geräte, kann man sich die Adaptionswerte vom Automatikgetriebe angucken. Und das werden wir gemeinsam hier auch tun und besprechen, was die bedeuten. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, euch die Werte auslesen zu lassen oder zu uns zu kommen, haben wir auch die Möglichkeit, das aus der Ferne zu machen. Dabei schicken wir euch so ein Kabel. Ihr braucht lediglich einen Laptop mit Internet und Windows und wir können von hier aus auf das Fahrzeug zugreifen. Wir können die Adaptionswerte vom Automatikgetriebe anschauen, wir können Updates durchführen für bestimmte Steuergeräte, Kodierungen durchführen, gebrauchte Steuergeräte anpassen und das Fahrzeug auch diagnostizieren, das heißt die einzelnen Komponenten des Motors prüfen. Aber dafür gibt es separate Videos, wo wir da etwas detaillierter drauf eingehen. In dem Video gehen wir auf die Werte ein und was die bedeuten und welche Maßnahmen entsprechend daraus resultieren. Wenn wir Adaptionswerte haben, wir haben einmal die Kupplungsverdrücke und wir haben die Schnellführzeiten. Anhand dieser Werte kann man sehen, ob wir einen Druckverlust haben. Das heißt, ein Getriebe kann perfekt schalten und gar keine Probleme machen und trotzdem kann es kurz vorm Defekt sein bzw. unnötig mehr verschleißen. Deswegen, das ist etwas schwer zu verstehen, denn man denkt normalerweise, wenn es dem Getriebe nicht gut geht, dann kündigt sich das Ganze an. Aber ähnlich kann man das mit dem Motor vergleichen. Bevor zum Beispiel der Motor kaputt geht, kündigt sich der Defekt nicht an, sondern das geht auf einmal defekt und ihr habt einen Motorschaden. Genauso ist es im Getriebe. Denn wenn das Getriebe merkt, ich habe irgendwo ein Problem, einen Druckverlust, dann kompensiert das Getriebe über die Adaptionswerte oder über den Druck, kompensiert das Getriebe den Druckverlust. Und das kann man anhand dieser Adaptionswerte sehen. Daran sieht man, ob wir ein Problem haben oder halt nicht. Wenn wir kein Problem in den Adaptionswerten haben, bei den Kupplungsverdrücken und den Schnellführzeiten, dann würde eine normale Getriebespülung oder ein Ölwechsel ausreichen. Ein Ölwechsel ist sehr einfach gemacht, den könnt ihr theoretisch auch selber machen. Das heißt, das ist die Ölwanne. Ich empfehle immer Originalteile zu verwenden, einfach weil der Durchfluss von den originalen Filtern ist bei dem Automatikgetriebe hinterlegt. Es kann zum Beispiel sein, ihr verbaut einen anderen Filter, der kann super sein. Qualitativ, hochwertig und so weiter. Aber der hat einen anderen Durchfluss, als der Getriebehersteller davon sozusagen den kalkuliert hat. Und das Getriebe kann danach komisch schalten. Wenn ihr den Ölwechsel macht, ihr baut die Ölwanne ab, baut eine neue Ölwanne ab, ein und befüllt das Getriebe. Also das ist keine Raketenwissenschaft, das ist relativ einfach und das ist auch sehr simpel. Eine Getriebespülung ist ähnlich. Das heißt, man kann natürlich da eine Getriebespülung machen oder man macht zum Beispiel alle 30.000, 40.000 einen Ölwechsel oder man macht alle 60.000 bis 80.000 eine Spülung. Das ist nichts Kompliziertes und wie gesagt, ist auch sehr einfach. Aber es ist wichtig, dass man die richtigen Maßnahmen trifft, weil es bringt euch nichts, eine Spülung zu machen oder einen Ölwechsel, wenn man anhand der Adaptionswerte sieht, ihr habt einen Druckverlust. Das heißt, der Druckverlust sorgt dafür, dass das Getriebe schneller verschleißt. Kurzen Überblick. Das Getriebe schaltet durch Öldruck. Der Öldruck sorgt dafür, dass die Kupplungselemente zusammen sozusagen gedrückt werden und das Getriebe schaltet. Haben wir irgendwo einen Druckverlust, dann schleifen die Lamellen schneller aneinander und wir haben dadurch irgendwann einen Getriebeschaden. Und
beziehungsweise wir haben einfach durch den Druckverlust mehr Verschleiß. Der Druckverlust kann zum Beispiel passieren, wenn das Auto viel Kurzstrecke fährt. Der Druckverlust kann passieren, zum Beispiel, wenn das Auto eine Anhängerkupplung hat, Leasingrückläufer zum Beispiel. Das ist immer abhängig von der Belastung. So, nur es ist natürlich verständlich, wenn man ein Fahrzeug hat, was 10 Jahre alt ist, dass es irgendwann der Fall ist, dass man mehr machen muss als eine Spülung oder ein Ölwechsel. Das ist verständlich. Das heißt, genauso wie es beim Motor bestimmte Services gibt, die über den Ölwechsel alleine darüber hinausgehen, wie zum Beispiel Zündkerzen, Zündspulen oder was auch immer, genau sowas gibt es auch bei dem Automatikgetriebe. Weil der Druckverlust kann an verschiedenen Stellen sein. Ein möglicher Ort des Druckverlustes sind die Dichtungen zwischen Getriebe, das ist das Getriebe, und das ist die Mechatronik. Und hier zwischen gibt es Dichtungen. Das ist ein möglicher Ort des Druckverlustes. Ein weiterer möglicher Ort des Druckverlustes ist die Mechatronik. Hier gibt es zum Beispiel eine Dichtplatte. Die Mechatronik ist auch die elektrische Hydraulikeinheit, die sorgt dafür, dass das Getriebe schaltet. Diese Dichtplatte hier kann zum Beispiel Beschädigungen aufweisen, so wie man hier zum Beispiel sehen kann. Das ist auch ein möglicher Ort des Druckverlustes. Nur man muss auch vorsichtig sein, weil zum Beispiel es gibt Werkstätten, ich will jetzt niemanden schlecht machen, sondern einfach nur zum Verständnis. Es gibt zum Beispiel Werkstätten, die machen einfach pauschal, die tauschen pauschal die Dichtungen zwischen Getriebe und Mechatronik und die tauschen die Dichtplatte. Ist ja an sich super, das sind zwei mögliche Orte des Druckverlustes. Aber genauso wie eine Getriebespülung uns nichts bringt, wenn wir den Druckverlust nicht beseitigt haben, bringt uns das auch nichts, die Dichtungen und die Dichtplatte zu tauschen, wenn wir nicht sicher sind, dass der Druckverlust ausschließlich an diesen beiden Orten ist. Aber das ist nicht der Fall, denn es gibt noch einen dritten Ort, wo wir den Druckverlust haben können, und zwar, das ist die Mechatronik selber. Bei der Mechatronik haben wir bestimmte Kolben. Diese Kolben, die bewegen sich permanent, so sehen die zum Beispiel aus, und wir haben ein Gehäuse. So, das heißt, das Ganze bewegt sich permanent hin und her, hin und her. Warum das sich bewegt und was das genau macht, da gibt es ein Video zu dem Thema, zum Thema Mechatronik, da gehe ich komplett drauf ein und erkläre das detailliert. Das würde den ganzen Rahmen sprengen und euch wahrscheinlich langweilen. Aber im Grunde genommen bewegt sich das Ganze. Und wenn wir zum Beispiel das Ölwechselintervall oder die Spülung zu spät machen oder wir haben eine starke Belastung im Getriebe, dann verschleißt diese Mechatronik metallisch, das heißt, wir haben hier einen metallischen Druckverlust. Ich werde euch gleich zeigen, wie man das prüfen kann, und ich werde euch aber vorher einmal zeigen, wie sowas aussieht, weil viele von euch fahren vielleicht das erste Mal ein Automatikgetriebe, sind vorher Schalter gefahren oder fahren das erste Mal ein Automatikgetriebe von BMW und wissen nicht, wie soll man ein Getriebe schalten und denken, es ist alles in Ordnung, solange da nichts passiert. Hier zeige ich euch einmal so ungefähr, was sein kann. Das heißt, wir haben im Automatikgetriebe sozusagen drei mögliche Verschleißkomponenten. Das heißt, eine mögliche Verschleißkomponente ist metallisch. Das ist hier, was man auf Magneten zum Beispiel sehen kann. So, das ist Metallabrieb. Eine zweite mögliche Verschleißkomponente ist das hier. Ihr seht dieses graue Zeug, das ist Lamellenabrieb. Dieses graue Zeug sieht man auch hier sehr gut. Das ist auch Lamellenabrieb. Der ist grau, der ist nicht magnetisch, sondern wäre er bei den Magneten. Und die dritte Variante ist das hier, was man hier sehen, das ist Aluabrieb, also kleine Alustückchen. Ich gehe jetzt einmal ganz kurz darauf ein. Und zwar, der Lamellenabrieb, der ist bei den Kupplungslamellen. Das heißt, wenn wir einen Getriebeschaden haben, Getriebeschaden bedeutet, die Getriebekupplungen sind verschlissen. Das heißt, man muss die tauschen, die sind im Getriebe, wir haben davon 5 Stück, so, und diese Getriebekupplungen sind defekt. Nur, es ist nicht so einfach, wie am Schalter die Dinge einfach zu tauschen. Das kostet 500 Euro oder 1000 Euro, sondern das ist ein Getriebeschaden. Deswegen kostet auch ein Getriebeaustausch bei BMW 12.000 bis 15.000 Euro. Wenn man ein Getriebe bei dem Getriebehersteller bestellt, zahlt man vielleicht 10 als Beispiel. Wenn man ein Getriebe vernünftig instand setzt, zahlt man vielleicht zwischen 5,5 bis 7 zum Beispiel, nur grob gerechnet. Weil eine Getriebeinstandsetzung heißt nicht nur, dass man diese ganzen Kupplungen tauscht, sondern man muss auch den Wandler tauschen, man muss die Mechatronik reparieren, und durch sozusagen diesen Verschleiß haben wir Folgeschäden, die dann einfach passieren. Deswegen, das ist das, was wir um jeden Preis vermeiden wollen, diesen Getriebeschaden. Und wenn wir hier zum Beispiel sehen, dieser Lamellenabrieb, der nicht magnetisch ist,
Diese Dichtplatte, die wir hier zum Beispiel gesehen haben, das ist eine Dichtplatte aus einem Fahrzeug. Das heißt, dieser ganze Dreck, was wir da sehen, der ist normalerweise in der Mechatronik. Und diesen Dreck kriegt man auch nicht rausgespült. Ihr könnt Tag und Nacht spülen, das geht da nicht weg. Ne? Und das heißt, dieser Lamellenabrieb sorgt dafür, dass diese Mechatronik verschleißt. Das heißt, dass wir einen metallischen Verschleiß haben, den wir gleich prüfen werden gemeinsam. Ne? So. Die Kupplungen arbeiten immer zusammen als Paar, metallische Kupplung und organische Kupplung. Das heißt, dieser Metallabrieb, den wir hier sehen, das ist der Metallabrieb von hier. Der Aluabrieb, den wir eben gesehen haben, oder diese Alupartikel, das ist sozusagen Abrieb der Mechatronik. So muss man sich das halt vorstellen. Und jetzt gehen wir einmal kurz dazu, dass wir die Mechatronik prüfen. Denn die Mechatronik, die sorgt dafür, über ein Labyrinth, dass das Öl in einem bestimmten Bereich geleitet wird. Ne? So, hier sieht man zum Beispiel die Mechatronik. Wir haben zwei identische Mechatronik-Hälften. Und ich werde euch einmal kurz zeigen, wie man die prüfen kann. Hier kann man das vielleicht ein bisschen verdeutlichen. Hier haben wir den Kolben, den wir hier auch zum Beispiel sehen. Dieser Kolben sitzt hier drin und er bewegt sich. Wenn ihr seht, ich bewege den hier permanent. Und je nachdem, was diese Magnetventile sozusagen tun, wird ein bestimmter mechanischer Kolben aktiviert. Manche mechanische Kolben werden durch Öldruck aktiviert, andere werden elektrisch aktiviert. So. Wenn wir natürlich so eine Soße haben, die wir eben gesehen haben, mit ganz viel sozusagen Lamellenabrieb, mit sehr viel Aluabrieb, mit den ganzen sozusagen alten, schlechten Öl, was nicht mehr seine Schmiereigenschaften hat, dann haben wir das Problem, dass zwischen dem Gehäuse und dem Kolben keine richtige Schmierwirkung ist, plus dieser ganze Lamellenabrieb sorgt für einen Schmirgeleffekt. Die Problematik ist dabei, dass dieser Kolben hier, der ist sehr stark, ne? Das heißt, der ist sehr massiv, also die Metalllegierung ist stärker als das Alu des Gehäuses und deswegen verschleißt auch das Gehäuse. Und das kann man prüfen, wie man zum Beispiel die Kompression des Motors prüft, der einzelnen Zylinder. Genauso prüfen wir hier die Kompression hier. Wir prüfen die sozusagen über Unterdruck, wie viel Luft haben wir zwischen dem Kolben und dem Gehäuse. Und wenn wir zum Beispiel prüfen, sollten wir hier Werte haben bei mindestens 18. 18 ist ein Minimalwert. Die meisten Komponenten, die wir prüfen, haben viele Werte. Das heißt, wir prüfen zum Beispiel viele Komponenten der Mechatronik. Das heißt, wir prüfen jeweils einzelne Bereiche und wir können auch zum Beispiel sagen, welcher defekte Bereich oder verschlissene Bereich ist für welche Funktion verantwortlich. Das heißt, was tut was. Und wenn wir das zum Beispiel jetzt prüfen, wir sehen hier haben wir einen Wert von 21,22. Das heißt, diese Mechatronik ist heil. Diese Mechatronik zum Beispiel ist defekt. So, ihr seht, wir haben einen Wert von ungefähr 7. Das ist 1:1 das gleiche Teil. Es gibt Fahrzeuge, wo man diese Mechatronik reparieren kann. Das heißt, man kann den Durchmesser erweitern, dann kann man einen Reparaturkolben verbauen und dann kann man das instand setzen. Nur man kann nicht jede Mechatronik reparieren und man muss auch verstehen, eine Reparatur ist nicht immer sinnvoll, weil diese ganzen Bohrer, die es zum Beispiel gibt, mit denen man das alles reparieren kann, die verschleißen. Das heißt, man kann so einen Bohrer vielleicht ein-, zweimal benutzen. Benutzt man den häufiger als ein-, zweimal, hat man das Problem, nachdem man das gebohrt hat, hat man einen, nach der Prüfung, die wir jetzt gemacht haben, haben wir nicht Werte über 18, sondern vielleicht Werte bei 14, bei 15. Das heißt, diese Reparatur hat uns nichts gebracht. Wir haben trotzdem den Druckverlust. Ne? So, nur diese Bohrer sind sehr, sehr teuer. Plus die Reparaturkolben sind sehr teuer. Und deswegen muss man immer auch verstehen, manche Sachen machen Sinn, manche machen keinen Sinn. So eine Mechatronik zum Beispiel kostet bei BMW zwischen 3.500 bis 4.500 Euro, je nachdem, was ihr für ein Fahrzeug habt. Natürlich kann man diese Mechatronik zum Beispiel auch bei dem Getriebehersteller kaufen, direkt. Manchmal ist sie nicht lieferbar, manche sind sozusagen
lieferbar, da liegt man preislich ungefähr um die 3000 Euro, dass man einfach eine Hausnummer hat, womit man rechnen kann. Das heißt, wenn ihr eine defekte Mechatronik habt, können wir euch auch eine neue Mechatronik anbieten, vorausgesetzt, dass die lieferbar ist. Oder wir können natürlich eure Mechatronik prüfen, wenn ihr uns die zuschickt. Wir prüfen die einzelnen Komponenten, ihr bekommt Bilder davon, ne, dass man einfach sieht, was ist los. Wenn man reparieren kann, wenn es Sinn macht, dann können wir die reparieren. Man muss immer halt schauen, was Sinn macht. Aber wie gesagt, das ist der dritte Ort des Druckverlustes und es macht nur Sinn, wenn wir einen Druckverlust haben, den sehen wir anhand der Adaptionswerte, dass man halt die richtige Maßnahme trifft. Hat man diese ganze Thematik erledigt, das heißt die Dichtungen zwischen Mechatronik und Getriebe getauscht, die Dichtplatte erneuert, die Mechatronik geprüft oder eventuell repariert, danach, alles was danach kommt, könnt ihr auch selbst machen oder jede Werkstatt bei euch in der Nähe, einfach einen Ölwechsel. Weil für den Ölwechsel braucht ihr nicht viel. Ihr braucht eine originale Ölwanne inklusive sozusagen einfach Öl. Ne? Und bei so einem Getriebeölwechsel werden nur 3 Liter Öl verwendet. Denn das Getriebe hat eine Füllmenge von 9. Ihr macht nur einen Teil des Öls und das könnt ihr halt selbst machen. Wenn ihr schon zum Beispiel vermutet, dass die Mechatronik halt wahrscheinlich defekt ist, weil das Auto alt ist oder viel Kilometer hat oder die Werte sehr massiv einen Druckverlust uns zeigen, dann macht das vielleicht Sinn, gleich eine neue Mechatronik einzubauen. Da könnt ihr euch uns gerne kontaktieren, da werden wir euch sicherlich auch behilflich sein können. Deswegen schaut, dass man die richtigen Maßnahmen macht und nicht einfach für irgendwas investiert, was leider nicht die richtige Vorgehensweise ist für euer Getriebe. Teilt gerne das Video, schreibt in den Kommentaren Erfahrungen, die ihr gesammelt habt, Erfahrungen von Bekannten, Freunden, teilt das Video an die und hinterlasst auch ein Like, damit auch das Video durch YouTube besser geteilt wird. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.